Oh, hola, mon ami. Ein erfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Coaster. Mit mir, dem Göre Bell. Hier in Frankreich Park. Ich habe ein wenig noch gebaut an dieser Autobahn. Achterbahn heißt es, habe ich gebaut. Ist ein wenig besser geworden als vorher. Kannst du sehen, ist nicht so schnell. Ne, habe ich ein bisschen weiter gebaut. Ich hatte erst den Plan, dass ich das durchziehe, aber ich schaff's nicht. Ich habe jetzt viel Spaß, wenig Nervenkitzel und wenig Übelkeit und hoffe, dass das die Leute eventuell dazu bringt, hier dabei zu sein. Ich werde jetzt hier so ein bisschen an der Szenerie was machen, damit das hier so ein bisschen schicki aussieht. Hier irgendwie so ein. Da kann man bestimmt irgendwas machen. Ich wollte das ja irgendwie ein bisschen zukunftsmäßiger aussehen lassen, aber tja. Irgendwie hat es dann doch nicht sollen sein, bis jetzt zumindest. Ich habe da zwar Ideen, aber die Umsetzung, an der Umsetzung scheitert das dann irgendwie immer. Und naja, ihr seht die Bahn hier, wir werden die dann nochmal abfahren. Hier ist so ein bisschen unrealistisch, dass das ganze Stück hier ohne Stützpfeiler ist. Aber, naja, ich meine, es ist Planet Coaster, ne? Was soll man machen? Ich habe auch gesagt, dass er hier einen Stützpfeiler machen soll, aber das ist dem Spiel irgendwie total egal. Der hätte ruhig hier eins runter machen können, aber naja, gut. Wir werden mal gucken, ob ich das sonst eventuell machen kann. Und wir werden auch nochmal gucken, dass wir hier ein cooles Gebäude drum machen. Also, wir brauchen ja nicht so ein ganzes Haus machen wie hier, sondern wir können ja auch einfach nur ein geschlossenes machen. Das reicht ja auch. Außerdem habe ich hier gemacht, dass hier. Da ist eine Block-Section, oben ist eine Block-Section. Sodass, ich glaube sogar da ist auch noch eine. Sodass wir zwei mindestens reinmachen können. Hier zwei Fahrzeuge. Sag ich mal. So, wir machen mal auf 12 Uhr hier. Zack. So, das ist auch ein bisschen schönes für euch, dass ihr da was sehen könnt. Ich werde jetzt ein bisschen was an der Szenerie machen. Ich wollte ja eigentlich das so ein bisschen zukunftsmäßiger gestalten. Weiß aber nicht, ob das klappt für mich. Und da dachte ich, machen wir hier vielleicht Schmutzwasser rein. Das sieht das so ein bisschen aus wie so ein krüppeliger Planet. Vielleicht. Man kann ja noch hoffen, dass wir hier vielleicht auch so ein bisschen Wasser um den Berg machen. Glaube ich nicht allzu schlecht. Wenn wir hier ein bisschen was regeln, ne? So, hier schön ausbuchten. Die ganze Scheiße. Das Ding auch, sodass es nicht ganz so neumodisch aussieht. Ich werde mich natürlich auch nochmal um die Mitarbeiter kümmern müssen. Das ist ja wohl ganz klar, dass ihr auch wieder dabei seid. Weil ich finde, das ist eine sehr coole Sache, dass wir das zusammen spielen können. So als richtiges Let's Play, ja. Lass uns spielen. Hat keinen Eingang. Nee, das ist. Dieser Umstand ist mir bewusst. Ich möchte die Blockbremsen versehen und dann möchte ich. Ich kann zwei Züge machen. Also eigentlich kann ich drei machen, aber ich finde, zwei Züge sollte reichen. Da passen ja. Wie viele passen denn da rein? Vier, ne? 4, 8, 12, 16. 20, 24, 28. Nein, wo war ich jetzt? Steht das nicht hier irgendwo? Nein. Das steht da nicht. Ist aber egal. Es kann jetzt sein, dass der Spaß sich geändert hat, weil die an der Block-Section jetzt warten müssen. Oder irre ich mich? Die müssen ja eigentlich gar nicht, ne? Ach doch, die warten da. Und jetzt fahren sie los. Hat sich das jetzt was geändert an den Ergebnissen? Ich hoffe nicht. Nö, eigentlich nicht. Das ist gut. Diesen Monat haben wir wieder Profit gemacht. Ich habe die ganze Bahn, glaube ich, bis auf den Start hier gelöscht gehabt. Und dann neu gebaut. Tut mir leid, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Oh, shit. Wir haben ein Problem.
Hat Test nicht bestanden. Warum? Ist das, weil es hier oben jetzt stehen bleibt? Das ist schlecht, Leute. Sobald da zwei Züge waren, nicht bestanden. Dann macht die Block Section das nicht gut genug. Wir machen die Freigabegeschwindigkeit mal höher. Und testen nochmal. Also der erste sollte kein Problem sein, weil er da rumkommt. Der zweite war halt ein Problem, dass er nicht darüber kommt. So, kurz gucken. Wird da losgeschickt, kommt da rum, kommt da hoch, kommt da nicht rum. Das ist ein Problem, dass er da stehen bleibt. Oder was haben wir hier? Hier haben wir so Bremsen drin, ne? Muss das denn so lang sein? Ich das nicht ein Stück verkürzen? Auf hier. Das Ding zum normalen Schiene machen. Nochmal testen. Das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich fatal, ne? Es gibt natürlich jetzt neue Ergebnisse dann. Aber ich wollte gerne zwei Züge hier fahren haben. Ich finde, einer ist ein bisschen wenig. Oh, jetzt alles grün. Nice. Wenn das jetzt klappen würde... Ah, nice, klappt. Scheinbar. Jetzt das wieder orange. Was soll denn der Scheiß? Jetzt das wieder grün. Ich verstehe das nicht. Naja, verstehe einer, wer es will. Ja, wir werden hier... werden das weiterbauen. Was, im Hintergrund wird wieder gelacht. Warum wird hier im Hintergrund gelacht? Verstehe einer, wer es will. Wie heißt es denn richtig? Verstehe einer, wer will, ne? Daddy das? Ich weiß es doch auch nicht. Hier wird wieder im Hintergrund nur gelacht. Wisst ihr, Leute, das ist ein echtes Problem, ja. Dass ich hier... Da kommt keinerlei Unterstützung aus der Ecke. Und man wird dann immer nur ausgelacht. Und das finde ich nicht okay. Finde ich nicht in Ordnung. Könnt ihr mal ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr das in Ordnung findet. Dass ich hier so fertig gemacht werde. Pinkelt die sich gleich wieder in die Hose vor Lachen. Ja, jetzt verdreht sie die Augen, Leute. Ich will auch nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Das ist so mein. Das ist mir alles zu viel. Ich möchte einfach nicht mehr. Ich sag einfach, wie es ist jetzt. Ich möchte nicht mehr. Ich spiele gerade mein Spiel. Es ist ein Let's Play. Da muss ich mit den Leuten reden. Zumindest so tun, als ob. Ne? Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Die lacht auch immer noch im Hintergrund. So nach dem Motto, die wüsste wieder alles besser. Wisst ihr? Aber wenn die mal was aufnimmt, darf ich nicht dabei sein. Kannst du bitte rausgehen? Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du da bist. So ist das nämlich. Ich muss hier immer. Ich muss immer abliefern. Okay, vielleicht sollten wir uns jetzt um wirklich wichtige Dinge kümmern, wie zum Beispiel dieser Bahn hier. Dieser Felsen sieht eigentlich ganz cool aus. Wenn wir jetzt hier irgendwie noch eine coole Szenerie machen könnten, dann wäre das alles ganz perfekt. Ich glaube, ich möchte nachher den Weg hier durchgehen lassen. Quasi so irgendwie. Ich glaube aber, das... Das ist doch ein 7er Weg, ne? Ja. Ich möchte das, glaube ich, hier so durchgehen lassen. Haben wir noch einen Pfeiler entfernt? Braucht man nicht. Das ist doch alles wird überbewertet. So. Und dann möchte ich, glaube ich, hier... Ist schade, dass man nicht so ein Dings machen kann hier. So ein Viereck, glaube ich. Raster auswählen. Ups. Oha. Leute, das nimmt jetzt gerade ganz, ganz...
ganz, ganz schlechte Ausmaße an hier. Also? So, so ist okay. Und wenn ich das jetzt auch noch in dieselbe Richtung lenken könnte. Wieso ist das eigentlich so dick hier? Was soll denn das? Im Hintergrund wird sich jetzt wieder darüber amüsiert, dass ich dick gesagt habe. Ich sag euch, Leute. Das ist kein Zuckerschlecken hier. Oh Mann, Nelly, kannst du nicht rausgehen? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ja, kannst du bitte nicht gehen, Illich. Die Leute möchten hier ein qualitativ hochwertiges Let's Play sehen. Und du machst das alles kaputt. Ja. Leute, gebt auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch, wenn ihr sagt, dass Tyska in Zukunft raus soll, wenn ich hier aufnehme. Das ist das Mindeste, was sie tun kann. Das Beste wäre natürlich, wenn sie ausziehen würde. Also sich. Jetzt verdreht sie wieder nur die Augen. Es ist. Oh mein Gott, jetzt kommt sie. Jetzt will sie was sagen. Leute, ich schneide das raus. Es wird jetzt einen kurzen Cut geben. Ich gehe. Du musst nicht gehen. Leute, Leute, Leute. Guck mal, das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Oder? Was sagst du? Schön, sagt sie. Schön. So, kommen hier so ein paar Büschchen hin. Zack. Hier muss auch noch so einer von diesen Büschchen rein. So, und schon haben wir hier ein Chicken-Eingang. Oder ein Chicken-Ausgang. Ich weiß es nicht, aber es hat was mit Chicken zu tun. Guck mal, die hübsche Achterbahn hier. Die hat auch alle Sachen. Ja, ja, sie hat alle Sachen, die wir brauchen für die Quests hier. Also bis auf die Szenerie. Die hat aber 38. Vielleicht kriegen wir alle drei Quests jetzt. Wir können hier auf jeden Fall noch eine Dings bauen. Eine Station. Und wir müssen hier irgendwas bauen, was damit zu tun hat. Irgendwas Zukunftsmäßiges. Können wir nicht? Nee, können wir nicht. Die UFOs kommen. Halt irgendwie sowas hier. Aber in cool. Also der Hund oder... Wenn die Hunde hier gegeneinander kämpfen, ist glaube ich eine coole Sache. So im Hintergrund. Hier vorne vielleicht. Wir haben ja genug Platz für eine Szenerie. Wir haben aber auch viel. Brauchen viel Geld dafür. So, da sind die Hunde. Die Hunde kommen. Und hier ist dann schon einer, der zerstört wurde. Ist auch nicht schlecht. Wenn der jetzt hier so liegt, quasi. So, dann ist er da schon zerstört worden. Das ist auch ganz cool, ne? Können wir hier nicht die Bewertung schon sehen? 0%, okay. Das, weil es keine Schlange hat, ne? So, den haben sie ja gleich zerstört. Hier fliegt natürlich auch noch unser Starfighter durch die Gegend. Wenn wir das jetzt hier irgendwie so einlassen könnten. Das ist natürlich wieder ein Highlight. Ich benutze mal einfach die Sachen, die jetzt schon gebaut wurden hier, Sci-Fi-mäßig. Um dann später... Da können wir auf jeden Fall irgendwas... Was noch machen. Okay, kann ich den nochmal... Hier so hinmachen. Ein Science-Fiction-Brunnen.
nehme nur die Sci-Fi-Dinge hier. Darf ich noch irgendwas Cooles hier reinmachen? Vielleicht so diesen riesigen Fighter hier, der hier gelandet ist. Bauen ihn hier so ins Wasser. Und dass wir dann die Dinge hier anders machen. Wenn der hier wegfliegen würde, das wird auch der Hammer, oder? Aber das kriegen wir nicht hin, glaube ich. Okay, so. Und dann hier. Dann müssen wir nur noch gucken, wie wir da einen Stelzen hinkriegen. Eine Stelze. Was haben die hier benutzt? Eisengerüstsäule, okay. Da kriegen wir bestimmt auch nochmal irgendwas. Hier eine Eisengerüstsäule hin. Säule, Holzsäule, dicke Holzsäule, Eisensäule. Holzsäule, 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 Holz, Holz, Stuck. Beton. Komm schon, rauer Beton. Ich weiß es nicht. Wir finden auf jeden Fall schon mal was. Ich würde mich auf jeden Fall dieses Mal erstmal bedanken. Ich hoffe, ihr freut euch so ein bisschen wie ich auf dieses Sci-Fi-Ding hier, wenn wir das Flugzeug noch nicht so unrealistisch fliegen lassen, sondern ein bisschen hinbauen. Dann könnte das was werden, was Gutes werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.